Ich weiß. Die antworten nie auf Kommentare. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt's ja irgendwas. Danke. Ich finde es schon. Okay. Noch eine Frage, mein Da war ich, Herr. glaube ich, schon aus Versehen. Warum gab der Sensei seinen Posten als Bogenmeister des Nagao-Clans auf? Das weiß niemand. Warum verlässt man die Dienste eines großen Herrn? Hierfür? Also, um auf das Thema Splatoon zurückzugreifen. Ich bin zwar kein PvP-Spieler. Und so kompetitive Spiele gehen. Jeder, der mich schon mal League of Legends hat spielen sehen, weiß, dass ich vielleicht sowas nicht machen sollte. Hallo, Hornissen. Ich bin euer Freund. Wenn es echte Hornissen wären, die hätten die schon längst fertig gemacht. Bienen nicht. Die geben High Five. Darfst du halt nur nicht festhalten. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund von PvP-Spielen. Ich muss hier hoch. Kann ich auch Wald der verborgenen Quellen? Dementsprechend, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich vielleicht auf Splatoon 3 warten soll. Auf jeden Fall, irgendwas an den Inklings finde ich super. Ich finde die knuffig. Ich weiß nur nicht genau, was es ist, aber ich glaube, es hat was mit den Zähnen zu tun. Diese Dreieckzähne, die die da teilweise haben. Ich weiß nicht, irgendwas an dem Style, an dem Erscheinungsbild hat was. Ich weiß nicht warum. Ich finde es okay. Ich finde es gut. Ich finde die. Jeder, der sieht, wie ich Mario Kart 8 spiele, weiß im Übrigen auch, dass ich halt gerne die Inklings spiele. Vorzüglich die Mädels auf dem Bike, weil ich habe da keine Lust, irgendwie so einen Typen auf den Arsch zu gucken, während ich Mario Kart spiele. Muss mir nicht den Arsch von Mario angucken, okay. Oder von Link. Sensei Ishikawas Dojo. Dojo. Pony Dojo. Dong, 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 dong. Hier trainieren Affen, Hier gab es einen Kampf. Ich sehe mich mal um. wenn sie mit Fäkalien werfen. Und erst wenn du aus 5 Kotbatzen 3 triffst, hier in der Dingsbums, dann darfst du in den Zoo. Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Blutige Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Ja, das weiß ich nicht. Die Kerze macht auch nicht mehr lang. Nee, ist keine Kerze, ist so eine Ölvase, ne? Mit einem Docht drin. Ja, die kenne ich. Habe ich aber nie gesehen. Sie hat immer nur so Wachsfackeln in der Blut. Hand. Der Kampf ist länger her. Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Hier sind noch Bögen, nimm doch einfach so einen Bogen mit. Und wir raten, hier geht's nach draußen. Ja. Ich will jetzt nicht hier wie so ein Irrer einsteigen. Hier sind so viele Bögen. Aber nein! Da habe ich auch irgendwas glänzen sehen. Holz. Oh, Eibenholz. Mal was Besonderes. Spiellogic. Ja. Das stimmt. Das finde ich auch immer so wunderbar in Spielen. Ich brauche einen Bogen. Wo kriege ich einen her? Vorne liegt ein Regal. Und dann. Stell dir mal vor, das wäre im Real Life so. Du gehst irgendwo hin zum. Keine Ahnung, IT-Support. Ja, ich brauche eine Webcam. Ich brauche das, das, das. Habe ich nicht da. Musste warten, bis die Lieferung kommt. Musste den fragen. Aber du stehst doch vor dem Regal mit Sachen. Das ist Hintergrundgrafik. Das ist nett für dich. Dann muss der Mediamarkt auch machen. Wir haben jetzt nur die überteuerten Spiele. Aber hinten sind die Spiele für weniger. Davon hätte ich gerne eins. Das ist Hintergrundgrafik. Das ist Background. Das klingt so wie Obst. Obstverkäufer hat überall vorne Sachen, um die Leute geil zu machen. Oh ja, jetzt will ich aber. Ja, Obst geil. Oder so. Beißt du rein, ist es Plastik. Finde Sensei Ishikawa. Ja, wo bist du dann? Ich wette mit dir, der ist nicht entführt worden. Der hat von dem Kampf nichts mitbekommen. Der hat einfach in einen hohlen Baumstumpf geschissen.
ist abgerutscht und ist mit dem Arsch stecken geblieben. Ein legendärer Kämpfer. Stirbt, weil er im Wald verhungert. Weil er mit dem Arsch nicht mehr aus der Kloschüssel kam. Heißt einfach so ein Riesen, so ein ausgehöhlter Stein und bleibt stecken. Ein bescheidenes Heim für einen Samurai. Was? Er braucht nicht mehr, muss er nicht immer protzen. Waren die Samurai nicht immer schon bescheiden? Muss er nicht immer so ein riesiges Anwehen haben? Ja, der hat verschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht waren die Bäume ja für jeden Arsch passend ausgehöhlt, und wenn du den Falschen erwischt hast, warst du halt mit dem falschen Arsch am falschen Baum. Genauso wie ein Bär, wenn die sich irgendwie an den Bäumen reiben, um ihren Rücken zu kratzen, wie Balu der Bär. Ich habe mal vorher, der hat das mit Gifteiber gemacht. Da war dein Arsch auch am falschen Holz. Bleibt stehen. Sensei Ishikawa. Fürst Sakai, Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Alter, was mein hat, Beileid wegen Fürst Shimura. Er hat ein interessantes Fell an der Seite. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilf mir, ihn zu retten. Kennt sich jemand mit der PlayStation aus? Kann ich jetzt einfach nicht mal den PlayStation-Button drücken, um zu gucken, wie groß meine Akkuleistung vom Controller noch ist? Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Ich hab halt Schiss, dass das Spiel dann ausgeht. Bei der Switch klappt's. Dann strengt das finde ich super. Sakai. Das haben sie gut gemacht, solange du das Spiel nicht beendest. Ansas, ja, kannst du. Hey, vielen schön. Wow, schon ein Balken. Ja, das klappt super. Cool. Erstmal vielen lieben Dank für die Info. Finde ich super. Ich habe noch nicht so lange eine PlayStation und spiele auch nicht so viel. Ich glaube, ich habe Final Fantasy 7. Das haben wir durchgespielt im Stream. Das habe ich privat durchgespielt. Den Rest haben wir angespielt. Das habe ich mir vor 2 Wochen gekauft, installiert und nicht gespielt. Kannst du auch einfach gedrückt halten. Dann gehst du nicht aus dem Game. Außer uns. Ah, okay. Ton und Geräte. Stark, Standard. Ah, unten. Zeigt ihr mir auch an, wie lange das noch hält? Es wäre cool, wenn er irgendwie sagen würde, das war beim... Schnell heraus. Allein können wir lass mich überlegen. Das war bei dem Xbox 360 Controller war das, glaube ich. Als ich da auch die von Microsoft mitgelieferte Software auf Windows 7 installiert hatte. Da konnte man dann einfach den Button drücken. Dann hat er dir die Akkulaufzeit des Controllers angezeigt, wie viel Prozent. Und ab dort konnte man dann entweder selbst einschätzen oder er hat sie sogar angezeigt, in wie lange circa noch. Was natürlich je nach Gesamtladung und Abnutzung des Akkus oder der Akkus oder was für Akkus man hat, konnte man natürlich ablesen. Was ich so ein bisschen, also was Controller angeht, muss ich sagen, mein Favorit ist halt der Xbox One Controller. Auch wenn ich auf einer PlayStation spiele. Ja, PlayStation Front, ihr könnt mich jetzt hassen. Der Grund daran ist nicht das Layout. Das ist soweit okay. Da hat jeder seine Vor- und Nachteile. Aber ich kann mich hier entscheiden, was für Akkus ich reinsetzen will. Das ist halt wirklich... Ich meine, stell mal vor, bei der PlayStation geht hier der normale Akku kaputt. Aus welchen Gründen auch immer. Ob das passiert oder nicht, ist egal. Dieses Was-wäre-wenn-Spiel. Die halten eigentlich gut durch, die PS4-Controller, ja. Aber stell dir mal vor, der verliert. Ich weiß halt auch nicht, wie alt der ist, ne? Oder generell. Ich weiß nicht, wie alt dieser DualShock-Controller ist. Ich weiß nicht, wie alt die PlayStation 4 ist. Die habe ich ja von meinem Arbeitskollegen abgekauft. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Es war halt lustig. Ich wollte mir eine PlayStation 4 zulegen, nur für Horizon, Forbidden West und Ghost of Tsushima. Stattdessen nahm ihr Tomoe als Schülerin auf. Gefühlt. Ihr hatte Talent. Tomoe ist ein Wunderkind.
im Gebrauchtmarkt wollten die für die PlayStation Pro 300, 400 Euro haben, für die PlayStation 4 halt schon irgendwie sau viel. Und mein Kollege hat so gesagt, wollt ihr erst 80 haben? Ich hab gesagt, weißt du was, komm, bei mir vergammelt die eh nur, ich habe eine PlayStation 5 bekommen, gib mir einfach 60 und der Käse ist gegessen. Und ich hab für 60 Euro plus Controller kannst du echt nichts sagen. Ja, ihr habt so das Gefühl, dass ab einem, dass die Menschen, die kämpfen wie betrunkene Tanuki. Wenn sie halt sie vom genug. Verdienst her gut selbst sind, dass dort die, dass die Deals eigentlich ganz cool sind. Warte mal, ich will euch mal was zeigen. Ich hab ja nicht nur das bekommen. Zeig's euch mal ganz kurz. Ja, ich habe die PlayStation seit knapp 2 Monaten vielleicht 60 Euro bezahlt, mit allem drum und dran, auch mit Controller. Das sind meine Spiele. Seitdem. Also, irgendwie. Ja. So, ja, die interessiert das dann nicht, wo es einfacher. Ja, genau, der hat gesagt, bei mir verstaubt sie, gib mir 60 Euro, passt. So. Das habe ich mir gekauft im Vollpreistitel. Forbidden West gibt's als, kommt als Let's Play. Finde ich geil, weil Zero Dawn lief gut. Auch auf YouTube. Hat mich überrascht. Das Spiel mir gerade habe ich für 30 Euro bei Amazon gekauft. Das habe ich von meinem Kollegen Ben bekommen. Also nicht der Arbeitskollege, der mir die PS4 verkauft hat, sondern ein anderer Kollege. Das hat er mir mitgebracht, geschenkt für low. Das habe ich auch vom Ben bekommen. Uncharted 4. Geschenkt. Das habe ich mir gestern beim Frustkauf gegönnt. Für einen 10er. Das auch. For Honor. Darksiders 3 selbst gekauft. Das habe ich mir auch gekauft. Also Kingdom Hearts 3. Ich dachte, das ist okay. Weiß ich noch nicht. Immortals Fenyx Rising auch einfach mal gekauft. Das habe ich mir gekauft. Das habe ich zusammen mit der PS4 geschenkt bekommen vom gleichen Verkäufer. God of War habe ich auch vom gleichen Kollegen bekommen, der mir die habe ich mit der PS4 zusammen bekommen. Dann hat er mir Tom Clancy's The Division Steelbook Edition gegeben. Auch mitgegeben. Fallout 4 habe ich auch von ihm mitbekommen mit der PS4. Zusammen. Und das habe ich von einem anderen Kollegen noch bekommen. Also der eine hat gemeint, er hat solch übrig, was er nicht mehr spielt. Die 3 Spiele. Die 4 zusammen mit PlayStation und dem Controller für 60 Euro. Und hier ganz viel aus der Softwarepyramide. So, jetzt muss ich erst nochmal wieder sortieren. Das meiste davon werde ich eh nie spielen. Weil das viele Sachen einfach nicht meine Games sind. So. Und ja, ich muss mir erst nochmal ein Regal holen. Spiel. Regal. Naja, die Argumentation war von meinem Kollegen halt ganz relativ einfach. Er hat gemeint, er hat eine PlayStation 5 Digital Edition bekommen und hat sich den, hat sich das Zeug halt digital noch gekauft. Und hat er gemeint, braucht er nicht, er spielt sowieso mit der PS5. Und wenn du dir die Spiele in Deals digital kaufst oder PlayStation Plus hast, kriegst du die mittlerweile sowieso hinterhergeschmissen. Und ja, ist eigentlich ganz okay. Der Controller allein ist 40 Euro wert. Also am Ende nur 20 Euro für die Konsole und Games gezahlt. So, ich würde sagen, ist okay. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht ich habe die noch aufgemacht, habe die nochmal sauber gemacht. Wird als nächstes fallen. Bedeutet, ich hatte so ein bisschen Respekt erst davor, aber dann denke ich mir so, ich habe das in der Ausbildung mit Handys gemacht. Mit Lenovo-Laptops, mit alten, die von allen Seiten verschraubt sind. Wo ich dann auch mal
Ich habe mir vor vier Monaten eine geholt für 250. Ja, die PlayStation 4 oder Pro? Seht euch um. Blut, aber nicht viel. Ja, dann okay. Starb niemand. Also die Probe ist immer noch so in dem Preis rumgehandelt. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Also Ghost of Tsushima erreicht die PlayStation 4 Version, erreicht auf der PS5 60 FPS. Auf der PS Pro stabile 30. Und auf der PS4, auf der ich sie jetzt gerade spiele, Köche. So zwischen 30 und 25. Für meinen besten Schüler. Ich fürchte Schlimmes. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Ja, Justin. Sind sie. Es sei denn, sie ich glaube, Alternet hatte letztens mal eine angeboten für 880 Euro. Und da denke ich mir so, Verhöre, Folter, für 500 würde ich sie mir gönnen, weil es aktuell geldmäßig ist okay bei mir. Dasselbe tun sie vielleicht fürs Shimura. Ich gebe ja sonst so nicht viel aus. Angst ist deine Waffe, und bei dem kleinen Zimmer für 380 Euro, was ich hier bezahle oder so als Miete. Eure Schülerin. Mit einem Informatikergehalt kann man da schon mal was machen. Vor Nakayama. Aber gebrauchte PS5 auf eBay, Kleinanzeigen mit einem defekten Standfuß, will einer für 600 haben. Alternate wollte 840 oder 880 Euro haben für eine normale fucking PS4. Ich glaube sogar die Digital Edition. Und Mediamarkt verkaufen zwei Editionen. Die digitale Edition, wenn sie verfügbar ist, für 400. Und für 600 kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Oder für 500 die nicht mit den Augen, Disc-Version. Sondern mit Körper, Wille und Geist. Jetzt versuche ich eine Disc-Version zu bekommen. Neue PS4 bekommst du nicht mehr unter 400. Na, geht. Geht. Ich meine so knapp 300, 400. Ja, das stimmt. Ich kann mich noch dran erinnern. Oh, ich habe mich so in den Arsch gebissen. Könnt ihr euch Weihnachten erinnern, bevor diese ganzen Preise nach oben gingen? Da gab es beim Black Friday beim Mediamarkt für 130 Euro eine PS4 Pro Slim oder was weiß ich. Und ich dachte so, für 120 musste sie die holen. Und ich hab's verkackt. Was ist los, Sensei? Und ich wollte sie mir eigentlich nur holen, um Horizon Zero Dawn zu spielen. Und in der Zeit habe ich keine geholt, weil ich mir gedacht habe, okay, das kommt für PC raus. Aber natürlich. Da habe ich gesagt, komm, hol es dir für PC, brauchst du jetzt nicht deswegen eine PlayStation zu holen. Wenn ich gewusst hätte, dass die PlayStation doch gute Spiele hat, hätte ich mir in der Zeit eine geholt. Wollte PC holen, wo du weißt, hab's verkackt, danach das Doppelte gezahlt. Echt? Ich dachte, du hast es noch hingekriegt. Ich meine, das Angebot, was du mir geschickt hattest und angenommen hast, war noch okay. Aber wenn ihr wüsstet, wie man... Also wenn PC-Kenner unter euch sind und ihr wisst, wie... Nein. Ja, aber bei Grafikkarten, wenn die runtergehen, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil du weißt nie, vor allem wenn du so irgendwo gebraucht kaufst, weißt du nie, was du kriegst. Sag ich ganz ehrlich. Und ich habe keine Lust, eine ausgelutschte Mining-Grafikkarte mit einem, wo der Chip zwar nicht zu 100% ausgelassen wird, aber der VRAM. Und wenn du da Pech hast, kriegst du eine 3060 mit 12 GB Version. Kriegst du, hat einen defekten VRAM, hat dann physisch oder eigentlich an der Leistung nur Zugriff auf 6 GB. Wenn du aber VRAM über den Chip den Control-Chip, der dir anzeigt, wie viel VRAM die Karte hat. Wenn du den überschreibst, zeigt die Grafikkarte an, ich habe immer noch 12 GB. Du als Kunde, Normalkunde, merkst das nicht, weißt aber nicht, ob die wirklich defekt ist oder nicht. Das merkst du dann nur, wenn du merkst, wird doch ein bisschen auf low. Die Lampe, die uns am nächsten ist. Und dementsprechend bin ich immer ein bisschen Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Je ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil. Konzentriert euch, Sakai. Ich gewöhne mich noch an den Griff. Mal sehen, ob ihr auch die ganz hinten trefft. Lasst mich das nicht bereuen. Diese Liste ist schon lang genug. Fühlt er sich an. Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf acht. Gehen wir.
Dementsprechend bei billigen Grafikkarten, die suspekt sind, immer aufpassen. Lieber ein Fovi mehr bezahlen oder ein Huni und dafür beim verifizierten, ordentlichen Händler eures Vertrauens holen. Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Ich habe aktuell ein Intel Core i7 Prozessor 4790K mit 4 GHz, 4 Kerne, 16 GB, also 2x8 GB DDR3 RAM. Mit allem drum und dran, ohne Grafikkarte, für 300 Euro gebraucht gekauft. Dachte mir so, kann man sich gönnen. Und ich habe da eine Ventus X2 3060 eingebaut. Das bedeutet, wenn meine CPU auf 100% gammelt und das Bottleneck ist, ist die Grafikkarte vielleicht mit 50-60% am Rendern. Außer wenn das Spiel sehr gut programmiert ist. Dementsprechend sind leistungsstarke Spiele, wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn, läuft mit 80 bis 120 FPS auf höchsten Einstufungen, aber ich darf OBS nicht mitlaufen lassen. Dementsprechend immer sehr vorsichtig sein. Von dort oben können wir ihre Abwehr. Eigentlich wollte ich meine Ich habe das auch nur für Twitch gemacht, sag ich ganz ehrlich. Ich hatte vorher eine 1060 drin. Mit dem jetzigen PC-Setup war die eigentlich ohne Streaming, wenn ich nur für mich gespielt habe, war die perfekt. Und ich hatte richtig Spaß damit. Aber wenn OBS lief, dann war es halt schon wieder ein bisschen schwieriger. Und für Streaming wollte ich halt ein bisschen mehr Quali einsetzen. Und habe dann halt noch die 3060 geholt. Jetzt habe ich im Schrank zwei alte Rechner, die voll funktionsfähig sind, ohne Grafikkarte. Und im Schrank habe ich noch eine 1060, die also Strix-Version mit 6 GB halt noch im Schrank rumstehen. Und ich weiß nicht, eigentlich wollte ich die im Jan schenken. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Aber Hornissennester. Ja. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Schwierig. So, warte mal. Ich will eigentlich so ein bisschen Fokus. Nein, komm schon. Doch, ist das Regal klein. Muss mal zum Ikea fahren und mal was Ordentliches holen. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Dann habe ich noch eine schöne Gaming-Kulisse für hinten. Also Hintergrund. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Oh, naja, das ist gerade ein bisschen. Wenn die Tore aufgehen, schlägt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Aber so, die Audio passt, ne? Hoffe ich zumindest. Gut. Ich höre mich zwar selbst und die Lautstärke im Spiel, aber ich will halt nicht, dass das Spiel A zu leise ist oder ich selbst zu leise bin. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. So, dass man mich halt nicht versteht. Audio passt, das ist super. Vielen Dank. Bereit machen. Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Entschuldigung. Ist da noch jemand am Leben? Nee, ne? Gut. Lief besser als gedacht. Fuck! Oh, ist das gemein. Ist das wirklich so schwer? Das denn wieder, du zählst die Tode mit, du Lappen. Nicht schlecht, Sakai. Drinnen sind noch mehr. Nicht mehr lange. Suchen wir Tomoe. Kann es sein, dass ich vielleicht eine schlechte Rüstung anhabe? Kann ich mich umziehen? Ja, ne? Kleidung. Tracht des Reisenden. Aber ich sehe keine Werte, ne?
Sie ist zu beschädigt. Will mir demnächst eine RTX 3080 Ti holen, wenn die 40er-Serie rauskommt, weil die 30er billiger dann sind. Würde ich mal gucken, wie sich der Markt legt, würde ich sagen. Weil die Benchmarks der 40er-Serie, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich mich da noch nicht so stark schlau gelesen habe, sondern nur oberflächlich. Ich würde erstmal gucken, mit wie viel die gehandelt werden. Da ja der Kryptomarkt jetzt ganz gut nach unten gegangen ist, Halleluja, der Herr hat meine Gebete erhört, kann es sein, dass auch die 40er-Reihe nicht ganz so extrem hoch geht. Dementsprechend würde ich mal gucken, also erst wenn die 40er-Reihe draußen ist, würde ich mal gucken, wie ist der Vergleich zwischen einer 4070 oder einer 4060 dann mit der 3090 und dann gucken, ob es sich vielleicht lohnt, 100-200 Euro mehr in die Hand zu nehmen und sich gleich eine 40er-Reihe zu holen, als Beispiel dann später die halt die 3070 und dann irgendwann doch abzugraden. Dementsprechend ist immer so ein bisschen schwierig, vor allem was will man halt machen. Wenn man jetzt nicht so ein FPS-Spacken ist wie ich, mit 140 FPS wären schon geil. Und jetzt, ich hab auch kein 4K, nein, aber ich war echt am Überlegen, ob ich mir mit einer 3050 vielleicht aushelfe. Um zu sagen, okay. Also, es ist immer so ein bisschen. Ich muss auch nicht immer das Neueste vom Neuesten holen. Also was das angeht, ist ich erstmal skeptisch bleiben, gucken, wie sich der Markt entwickelt und dann kann man vielleicht jawoll, Schlucki. Das hört sich teilweise an, als würden die einfach versuchen, schlechtes Deutsch zu sprechen. Nur manchmal würde ein Amerikaner versuchen, Deutsch zu sprechen. So. Also wie gesagt, ich habe auch, glaube ich, 100 Euro. Ich hätte, wenn ich mir jetzt 3060 geholt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich auch einiges an Geld sparen können. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, naja. Ich glaube, ich habe sie für 499 gekauft. Nur damit ich für Twitch ein paar FPS mehr rauslocken kann. Kannst du mal sehen. Das als Mini-Streamer, der jetzt seit 2 Jahren... einmal ein bisschen Geld von Twitch bekommen hat. Einmal. In 24 Monaten. Aber jetzt, denke ich mal, habe ich auch erstmal alles reingesetzt und werde für Streaming-Equipment oder so, außer wenn etwas kaputt gehen sollte, auch nicht mehr in Expansion investieren. Weil, ja, irgendwann muss man auch mal sagen, okay, für wen macht man das? Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen in die PlayStation verliebt und deren Spiele. Muss man sagen, sind schöne Spiele drin. Also, ich war eigentlich eher so ein bisschen, ach, wer braucht schon PlayStation? Ich bin und bleib ein Nintendo-Kind. Bin offener geworden. Xbox war ein bisschen eher mein Fall, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie hier so Xbox-Fraktion bin. Mir ist das bei den Konsolen so. Sollen die sich Communities boxen, ist mir wurscht. Ich mochte das halt, weil ich den Xbox-Controller zumindest immer sehr gut benutzen konnte für das
sind japanische für den PC. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Auf der anderen Seite, meine Kollegen schwärmen aktuell auch, sich keine Grafikkarte zu holen, sondern dieses, dieses Shadowplay, dieses Nvidia, oh, wie heißt dieser Gaming-Service von denen? Du kannst hier nämlich bei Nvidia, kannst du dir, wenn du eine akzeptable Internetverbindung hast, kannst du dir Dingsbums holen, einen Streaming-Dienst. Und da kann man sich, glaube ich, die 3080 Ti des Streaming-Dienst holen und kann dann, hat dann die Ressourcen und einen Server zur Verfügung und kann alle Spiele in Vollwertigkeit spielen. Und das im halt dann als Game-Stream. Aber die Spiele musst du halt doch noch kaufen. Also das, da würde ich eher die Zukunft sehen. So, dass man gar nicht mehr wirklich... Bogenkunstbegriffe sich jetzt die teure besitzt. Hardware selbst herholt und bei den Strompreisen ist so ein Streaming vielleicht wesentlich besser. Und ja. Und da dann vielleicht lieber dieses Streaming-Angebot nehmen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie teuer das bei Nvidia ist. Ich glaube, es kostet knapp 10er im Monat oder so. Und dafür hat man dann die Hardware alles... 16-Kerner läuft dann eine 3080, die kannst du dann voll auslasten. Na, denke ich mir auch. Hm, wenn ich jetzt nicht streamen würde und dadurch eher meine Internetleitung bräuchte, jemandes Privatquartier, würde ich sagen, wäre was für mich. Aber ich bin so ein bisschen altbacken. Ich will es schon echt, also ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, nee, ich möchte lieber die Hardware kaufen. Mein Überlebender. Ich möchte sie lieber in der Hand haben. Und da bin ich voll auf eurer Seite, weil ich bin eigentlich komplett genauso. Aber ich sehe das, ich sehe auch diesen Streaming-Markt als Möglichkeit an. Und hat seine so Daseinsberechtigung. Kalt. Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können. Und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich glaube, es gibt bei der PlayStation 4 auch so eine Freundschaftsfunktion, ne? Wie bei der Switch? Ich habe halt nur keine Ahnung. Ich glaube, man kann bei Sony einmalig seinen Namen ändern. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ich hatte einen Sony-Account. Und ich weiß nicht warum. Oder woher, wie der Name war. Keine Ahnung. Ich bin gerade am Überlegen, woher könnte ich denn einen Sony-Account haben? Wo ich eigentlich immer nur PC-Spieler gewesen bin. Hatte Sony irgendwann mal ein PC-Spiel, wo man sich dafür registrieren musste? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Was hast du deiner Schülerin angetan? Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie wahrscheinlich angefasst. Was es heißt, Samurai zu sein. Ja, ja. Wen wählte sie? Die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens leeren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Vielleicht wir zu jagen gut. Tomoe gemeinsam, aber auf meine okay. Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Sicher. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Konntest du nicht mal deine Schülerin davon abhalten? Kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Entschuldigung. Findet Fürstin Masako Adachi. So. Falls sie noch lebt. Jetzt 34 Minuten der Aufnahme, das ist okay. Ja, für meine Stammzuschauer, Justin, Hino, Yuna etc. ist das ein bisschen lang.
Es ist aktuell noch ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, wie, ob die Hino das vielleicht schon... Sora! Mensch, das ist aber ein freches Mädchen. Naja, gib's auf. Das ist ein störrischer Bock. Wie weit die das schon gespielt haben. Aber wir haben das, glaube ich, schon bis zu einem gewissen Grad in einem vorherigen Stream mal angespielt, als ich mir das gekauft hatte. Und dann haben wir uns entschieden, God of War durchzuspielen. Umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich habe nur die Hauptstory gespielt und ich habe es mit maximal 2 Walküren geschafft. Bei God of War. Okay? Neue Geistwaffe freigeschaltet. Geistwaffe muss nicht sein. L und R1. Okay. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen. R2 und links. Boah. R2 und links und dann L und... Drei Geschichten aktualisiert. Das ist schön. So, warte mal. R2 und links. Im Kampf. Was? R2 und links? Oder R1? Was? Ich habe jetzt R1 gedrückt. Lol. Gut. Ich habe kein Ziel. Warum habe ich kein Ziel? Hey! Oh, Lümmel. Nein! Wo geht's weiter? Die andere Seite der Ehre. Habe ich das fertig gemacht? Untersuche das Gebiet. 1,7 Kilometer entfernt. Nein, das mache ich. Ja. Okay. Wollen wir mal. Okay, die Farben sind schon kräftig. Gefällt mir, wenn es ein bisschen kräftiger ist. Das muss ich ja sagen, es hat mir bei Skyrim so nicht ganz gefallen. Auch wenn es, man muss halt sagen, auch wenn es hat ins Ambiente gepasst, weil die Farben dort sehr, also das Original zumindest war nicht ganz so farbenfroh wie die Special Edition und wie mit Mods und allem drum und dran. Hat aber in die Atmosphäre von Skyrim gepasst, das muss man den Entwicklern lassen. Trotz alledem, das große Rollenspiel danach war Witcher 3, was ich gespielt habe. Und das war natürlich von der Farben... von der Farbenfreude wesentlich anders und wesentlich größer und farbenfroher. Aber ein geniales Spiel. Muss ich gestehen, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Warte mal, ich kann doch bestimmt schnell reisen, oder doch? Unentdeckter Ort, unentdeckter Ort. Ah, wollte schon sagen. Das Thema Schnellreisen. Habe ich ja auch meine Meinung dazu. Da habe ich eine eindeutige Meinung dazu. Wenn ihr euch interessiert, haut die in die... Ja, also für YouTube würde ich sagen, haut es mal in die Kommentare. Was ist eure Meinung, wie ihr zu Schnellreisen steht? Ich würde dann sagen, Chat kann dann schon mal so anfangen. Und ich sage dann meine Meinung dazu. So haben wir alle mit eingebunden. Also, wie viel, wie... Materialien. Tut mir leid. Fuck. 100... Oh, komm schon, wegen einem fucking Vorrat! Wir sehen uns wieder. Oh, leck mich. Ja, ich meine jetzt so... eher so ein bisschen ins Detail gehen. Nicht, dass sie wichtig sind, das ist klar. Aber ich meine so eher, ich zum Beispiel... sollte man... überall an jeden Ort reingehen oder macht dann das Erkunden der Welt nicht so viel Spaß oder wie sieht es zum Beispiel aus wie mein Herr, nur an gewissen Mongolen Punkten haben die Brücke zum Yoshi oder zum Beispiel nur mit Kutschen, so dass man es ein bisschen realistisch gestaltet, so wie ist dann da eure Meinung dazu? Also wichtig, klar, weil die Spiele halt ultra groß sind. Das ist logisch.
aber so generell so Schnellreisen, wie sie bei euch aussehen, wann sind sie zu wenig, wann sind sie zu viel? Das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstand trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Okay. Also, bevor ich das jetzt hier anfange... Macht's gut, YouTube, fürs Let's Play. Dann habt ihr Zeit, euch in den Kommentaren darüber einig oder beziehungsweise auszulassen. Und meine Meinung sage ich dann im nächsten Part. Und für den Stream, haut ruhig raus.